Ja, heute Freitag, 13. März. Die Situation ändert sich ja stündlich. Wie sieht derzeit der aktuelle Stand in Bad Ischl aus? Genau wie du gesagt hast, die Situation ist einfach jetzt momentan so, dass sie sich stündlich ändert, wir dann immer wieder aktualisieren. Wir in Bad Ischl sind in der glücklichen Lage, einfach keinen bestätigten Fall aus momentaner Sicht zu haben, sind aber natürlich, also wir und der Stadtgemeinde ist es ganz wichtig, alle nötigen Vorsichtsmaßnahmen zu treffen, einfach um das Risiko von Haus aus einfach ganz am Boden also zu halten und zu minimieren. Welche Vorsichtsmaßnahmen hat man bisher getroffen oder was, welche werden wir in Zukunft treffen? Also wir haben gestern eine Sitzung, eben eine Krisensitzung gehabt und haben Vorsichtsmaßnahmen getroffen. Es werden ja, wie man aus den Medien erfahren hat, auch ab Mittwoch die ganzen Pflichtschulen geschlossen haben, wo aber eine Betreuungsmöglichkeit für diejenigen geboten wird, die was aufgrund Arbeitssituation die Betreuung zu Hause nicht übernehmen werden. Und heute bekommen alle Kindergarten- und Krabbelstubenkinder einen Informationsbrief der Stadtgemeinde, dass die Betreuung zwar aufrechterhalten, aber dass Kinder, die von zu Hause betreut werden können, zu Hause bleiben sollen und auf jeden Fall keine Kinder, die wo so erhöhte Ansteckungsgefahren haben, wie Erkältungskrankheiten, Husten, einfach den Kindergarten nicht betreten dürfen. Das sind Sachen, was so zusätzlich in Bad Ischl anbieten ist. Es gibt einen Einkaufsdienst, das habe ich auch medial jetzt schon gemacht, also alle Personen, die in die Risikogruppe hineinfallen und einfach aus gesundheitlichen Gründen das Risiko nicht eingehen wollen, dass sie jetzt einkaufen gehen. Die rufen einfach beim Samariterbund an, geben die Einkaufsliste ab und wir werden die ganzen Einkäufe natürlich zustellen. Wir haben natürlich alle städtischen Veranstaltungen abgesagt. Wir haben alle Veranstalter darauf hingewiesen, alle Vereine, dass man einfach schaut, die sozialen Kontakte zu minimieren, dass da nichts abgehalten wird. Wir haben auch bei uns auf der Gemeinde, es sind überall in die gemeindeeigenen Betriebe die Vorsichtsmaßnahmen, Schilder aufgehängt. Wir machen nur mehr einzelnes Eintreten im Bürgerservicebüro. Es ist überall die Händedesinfektion drin und das sind einfach die Maßnahmen, wo ich mir denke, das ist alles präventiv, das ist einfach auch leicht umzusetzen. Und ich glaube, mit Hilfe aller Bürgerinnen und Bürger werden wir die Situation einfach gut meistern. Was werden jetzt die nächsten Schritte sein? Wie glauben Sie, wird sich die Situation entwickeln? Wenn man jetzt vergleicht mit den anderen Bundesländern, Salzburg, Tirol, ja, da ist der Betrieb sozusagen schon eingestellt worden. Glauben Sie, wird sowas auch in Oberösterreich in Kürze eintreffen? Ich glaube schon, dass das kommen wird. Ich glaube wirklich, wie vorher schon angesprochen ist, dass schrittweise das alles minimiert werden wird. Auch das Schließen der Gasthäuser. Wichtig ist einfach, dass die Lebensmittelgeschäfte offen haben. Da ist einfach, dass die Grundversorgung gegeben ist. Aber ich finde es sogar sinnvoll, im Schritte wie Skigebiete zu schließen, finde ich ganz wichtig, weil jeder von uns, der wo Skifahren geht, weiß, dass gerade in der Seilbahn der Körperkontakt also so nah ist wie sonst nirgends. Und diese Sachen sollte man einfach wirklich ausschließen. Es gibt ja auch das Service Essen auf Rädern. Wird es den Service auch weiterhin geben? Das war gestern auch Thema. Essen auf Rädern wird aufrecht bleiben, weil das gerade für die ältere Generation eine ganz wichtige Geschichte ist, weil die kriegen ja das nicht umsonst. Und wenn natürlich da eine Möglichkeit ist, dass jetzt wer das benötigt, der es bis jetzt nicht in Anspruch genommen haben, dann darf man natürlich diese Liste auch aktualisieren, weil wir Kapazitäten frei haben. Die Leute, der Samariterbund jetzt speziell, die das Essen zustellen, werden natürlich Vorsichtsmaßnahmen treffen, sind auch mit Schutzmasken, wenn notwendig, ausgestattet, haben die Händedesinfektion mit und haben gestern ganz spezielle Anordnungen gekriegt, wie sie sich verhalten müssen. Das ist bereits zu Beginn angesprochen, die Situation ändert sich natürlich stündlich. Dass man immer am aktuellen Stand bleibt, gibt es, glaube ich, auf der Seite der Stadtgemeinde eine Information. Genau, wir haben gestern eigens auf unserer Homepage eine Seite eingerichtet, wo wirklich immer die aktuellen Maßnahmen draufstehen. Da kann man sich auch alle Schutzmaßnahmen, die es gibt, alle Infobriefe runterladen. Es steht drin, welche Veranstaltungen abgesagt werden und auch alle notwendigen Hotlines, Notrufnummern, die man anrufen sollte, wenn man selber das Gefühl hat, einem geht es wirklich nicht gut und es könnte da vielleicht etwas sein. Und das wird wirklich regelmäßig, stündlich, möchte ich jetzt nicht sagen, weil, aber sicher am Tag mehrmals aktualisiert, dass die Bevölkerung immer am aktuellen Stand ist.